Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Und damit, ja, ist die Begrüßung nicht ganz so toll geworden, wie ich gehofft hatte. Wir haben direkt schon wieder irgendwas hier. Achso, repariere die Docks. Ah, die sind schon komplett fertig. Oh, okay. Ja, dann wissen wir auf jeden Fall, was wir jetzt zu tun haben. Wir müssen zu den Docks. Das war ja nicht die einzige Sache, die wir jetzt in der letzten Folge gemacht haben. Wir haben ja noch eine andere Sache freilegen lassen. Hm. Oh. Ich glaube es nicht. Sie haben die Docks bereits repariert. Die letzten Tage über bin ich mehrfach Zeuge übernatürlichen Pflanzenwachstums geworden. Und trotzdem bin selbst ich verblüfft, wie schnell das jetzt ging. Hey, ich bin's wieder. Wenn du noch weitere Bauvorhaben hast, dann bring mir einfach die Blaupausen und Ressourcen und ich kümmere mich sofort darum. Gerade ist nicht viel los. Ah, taucht doch nicht schon wieder so, einfach so urplötzlich auf. Und ja, wir geben dir Bescheid. Also, wann kommen die ersten Besucher? Oder sind sie schon da? Oh. Ich habe nie gedacht, dass ich diesen Tag nochmal erleben würde. Die Leute kehren zurück nach Alaria. Menschen! Ach du meine Güte, das ist eine Person. Eine echte Person ist hier. Schnell, schnapp dir deinen Besen. Vielleicht können wir sie verscheuchen. Nein, warte, Alambic. Wir wollen, dass die Leute zurückkehren. Oh, stimmt ja. Vergiss meine letzte Anweisung. Hallo, lauf doch nicht einfach so durch mich durch. Neuer Plan. Stell dich vor, Lehrling. Ja, wenn ihr nicht einfach durch mich durchlaufen würde. Da. Guten Tag. Tagchen. Ich bin Kathleen. Bist du der Alchemist, der zurückgeblieben ist? Das hört sich irgendwie seltsam an. Gerüchten zufolge versucht jemand, den Immerbaum zu retten. Ein großer, magischer Baum? Wer würde den nicht retten wollen? Ich würde dir liebend gerne helfen, wenn ich hier doch nur eine Bleibe hätte. Ich bin mir nicht ganz sicher, wieso es mich hierher verschlagen hat. Ich wusste einfach, dass ich herkommen musste. Ich werde hier sicher nicht herumstromern, solange ich keine Unterkunft habe. Hast du gesehen, wie groß die Käfer hier sind? Nein, danke. Was sollen wir jetzt tun? Dein Neuankömmling kann nicht bei uns wohnen. Ich brauche meinen Platz. Schlimm genug, dass ich mein Zimmer mit euch beiden teilen muss. Vielleicht können wir ein Haus bauen. Und mit wir meine ich die Immerlinge. Ah, damit sind sie erstmal beschäftigt. Sollen wir sie bitten, gleich noch die ganze Altstadt wieder aufzubauen? Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist. Wenn wir die Altstadt reparieren, könnten noch alte Probleme wieder auftreten. Nein, ich denke, es ist Zeit für einen Neuanfang. Gameplayerin, was hältst du davon, wenn du unsere neue Stadt planst? Ja, das finde ich ganz toll. Bleib doch mal stehen. So, zack. So, wir machen es einfach mal so. Ich weiß, das ist jetzt nicht so ein tolles Bild. Und ich will natürlich auch nicht ständig damit nerven. Aber, vor allen Dingen ist das irgendwie unscharf. Aber ich krieg's nicht schärfer hin. Aber ich wollte zumindest mal eben ein Bild von ihr machen. Drücke T, um den Stadtplaner zu benutzen. Okay. Das nenne ich mal einen Neuanfang. Moment, wie sind wir hier hochgekommen? Das erzähle ich dir später. Jetzt müssen wir Gameplayerin dabei helfen, ein kleines Haus für Kathleen zu bauen. Zuerst musst du die Maus verwenden, um vom Verwaltungsmodus zum Baumodus am oberen Bildschirmrand zu wechseln. Ich kann auch E drücken. Das machst du großartig, Liebchen. Verwende als nächstes die Maus, um auf das Haussymbol zu drücken und vom Ansehen zu Gebäude zu wechseln. Okay. Perfekt. Jedes Gebäude benötigt für seinen Bau bestimmte Ressourcen. Ja, die 180. Oh, doch, die habe ich doch schon. Ich glaube, wir haben genug, um ein kleines Haus für Kathleen bauen zu können. Ich habe das kleine Haus bereits für dich markiert. Du musst es also nur noch an einen Ort deiner Wahl platzieren. Mit der Maus verschiebst du den Grundriss, bis du die perfekte Lage gefunden hast. Die Ausrichtung gefällt dir nicht. Halte Q oder E gedrückt, um das Haus zu drehen. Okay. Okay, also mit der Maus kann ich es nicht verschieben.
Da geht's zurück. Dann, nee, das war W und nicht Q. Dann würde ich sagen, dass wir das ziemlich genau dahin stellen. Jetzt, da wir ein Haus für unseren ersten Bewohner gebaut haben, sollten wir die Dienste in der Stadt erweitern. Wieso fangen wir nicht mit einem Gasthaus an? Dann haben wir zukünftige Neuankömmlinge zumindest ein Dach über den Kopf, während sie auf die Fertigstellung ihres neuen Hauses warten. Wähle mit deiner Maus im Gebäudemenü das Gasthaus an. Da. Ah, Moment, es braucht 15 von diesen. Hatte ich die denn schon? Also ich denke mal, weil die jetzt nicht grau hinterlegt sind. Ja, eine Bäckerei. Ui, ui, wo machen wir die denn hin? Warum ist das rot? Ist da zu wenig Platz? Man kann ja aber nichts hinstellen, wo man es hinstellen möchte. Auch problematisch wird natürlich, dass wir hier überhaupt gar keinen Weg haben. Wir sollten eigentlich einen Weg dahin bauen. Oder das wird automatisch gemacht. Das kann natürlich auch sein. Dann würde ich sagen, dass sie einfach hinter der Bäckerei wohnt. So. Zack. So in der Art. Tja, Diara, wir haben ein kleines Haus, ein Gasthaus und einen Bewohner. Wie bringen wir das jetzt zusammen? Eben, ich brauche Straßen. Gameplayerin, kann die Bewohner im Verwaltungsmodus einem Gebäude zuordnen? Du kannst deine Stadtbewohner einem Haus und Mitarbeiter einem Geschäft oder einer anderen Dienstleistung zuweisen. Aber während wir uns im Gebäudemenü befinden, ist das Gebäude gesperrt. Baumaterialien, Gesundheit und Sicherheit. Es ist alles in Ordnung. Gameplayerin hat nur etwas aufgeräumt. Wenn du bereit bist, Liebchen, drücke einfach auf Escape, um das Gebäudemenü zu verlassen. Wunderbar. Verwende jetzt die Maus, um vom Baumodus zum Verwaltungsmodus zu wechseln. Okay. Verwende als nächstes die Maus und klicke auf das Haussymbol, um vom Ansehen zum Gebäude zu wechseln. Ja, würde ich gerne. Oder muss, ach so, auf das Haussymbol. Naja. Klicke als nächstes auf das Haus, um das kleine Haus zu bearbeiten. Verwende dann die Maus und die und wähle die Bewohner aus zum Zuweisen aus. Oh, ich kann auch nicht mehr vorlesen heute. Ist das jetzt ihre Telefonnummer oder was ist das jetzt hier? Gut gemacht. Weisen wir Kathleen als nächstes dem Gasthaus zu. Warum? Die soll doch nicht im Gasthaus wohnen. Drücke Escape, um zurück zu unserer Gebäudeliste zu gelangen. Verwende die Maus, um auf das Gasthaus zu klicken. Verwende dann die Maus, Angestellte zuweisen. Kathleen, tada. Muss man ja nicht alles vorlesen. Vergiss nicht, dass die Leute ein Zuhause brauchen, bevor sie dir in der Stadt helfen können. Also erst ein Zuhause bauen und dann als Arbeiter einstellen. Verstanden. Ob ich es behalten werde, ist die andere Sache. In Stadtplaner können wir viele praktische Informationen sammeln. Warum stöberst du nicht etwas herum und erkundest den Stadtplaner in deinem eigenen Tempo, Liebchen? Wenn du fertig bist, drücke Escape und wir können sehen, ob Kathleen ihr neues Zuhause gefällt. Ist das denn so schnell schon hergestellt? Okay, es hat aber keine Stufe. Ja gut, es hat keine Stufe, weil es natürlich noch nicht gebaut worden ist. Kann man hier? Nee, man kann nicht hin und her. Ja, was soll ich mir hier angucken, ne? Bauen, was ist das denn? Dekorationen? Hängender Laternenmast. Eine Bank. Ein Brunnen wäre natürlich ganz cool. Kann man hier nicht hinmachen? Vielleicht hier so als Deko. So. Wunderschöner Bogen. Der wäre natürlich hier für den Eingang sehr schön. Aber ich weiß nicht, doch, ich glaube, da kann man aber... So. Oh, kostet 35. Oh, das hätte ich vorher lesen sollen. Das wollte ich doch gar nicht. Und was ist das hier? Irdener Weg, Pflasterstein. Aber die laufen ja auch ohne Weg dahin, oder? Hm. Okay, wir gehen erstmal hier raus. Mal gucken. Ein Haus. Mein eigenes Haus.
Perfekt. Schau nur, wie fröhlich unsere erste Bewohnerin ist. Bis in alle Ewigkeiten gut gelaunt. Wir haben erfolgreich eine harmonische Stadt gebaut. Mission abgeschlossen. Eine zufriedene Stadt ist ein Dauerprojekt, Alambic. Du kannst nicht einfach ein paar Gebäude bauen und sie anschließend wieder vergessen. Mist, das war mein ganzer Plan. Wir müssen mit den Bewohnern sprechen und ihre Wünsche und Bedürfnisse kennenlernen, damit wir sie möglichst gut versorgen können. Ansonsten laufen sie uns davon. Oh oh. Eine Unterhaltung reicht nicht aus, um alles über eine Person zu erfahren. Doch wenn du dich häufiger mit ihr triffst, werden wir schon bald wissen, wie sie tickt. Und wir können diese ganzen Informationen im Stadtplaner selbst einsehen. Da, noch jemand. Nein, ganz viele. Oh, sieh nur, es sind noch mehr Leute angekommen. Wie aufregend. Du solltest drüber gehen und mit ihnen reden. Lerne sie ein bisschen kennen und vielleicht zieht einer von ihnen dann sogar hierher. Gehen wir erstmal dahin. Du siehst jung aus. Mit dir möchte ich reden. Ach du liebe Güte. Ein Begrüßungskomitee. Wie wunderbar. Ja, ich besuche dein hübsches Städtchen und ich habe viel Spaß dabei. Ich habe viel über die Stadt gehört, die in den Wurzeln des magischen Baumes liegt. Das musste ich einfach sehen. Also bin ich hier. Nein, bleib stehen. Heute ist der perfekte Tag, um Alaria zu besuchen. Oh, war das gerade laut. Und wie sich herausstellt, ist genau das, was ich gerade mache. Okay, möchtest du hier einziehen? Kaut mit offenem Mund, ja toll. Traumjob Schneider. Ja, kann ich nicht zu. Achso, ich habe doch kein Zuhause. Okay, also ich muss erstmal ein Zuhause bauen und dann kann ich... Wie war das jetzt? Tee, ne? So, bauen. Nichts bauen. Doch, da. Aufs Haus klicken. Ach, da brauche ich 180 für. Okay. Stadtgarten. Das ist das Ding... Nee, das ist nicht das Ding in der Mitte. Ah, Moment. Bäckerei. Aber da stand doch gerade Schneider, oder? Wenn ich mich nicht irre. Aber es wäre natürlich nicht schlecht, schon mal eine Bäckerei hinzustellen. Da ist der Eingang. Ah, natürlich kann man hier wieder nichts platzmäßig richtig hinstellen. So. Ist die andere vielleicht Bäckerin? Moment, wo ist er denn? Da. Komm mal her, ich suche noch eine Bäckerin. Wow, an diesem Ort gibt es so viele tolle Dinge zu sehen, dass ich dich gar nicht habe kommen sehen. Cool. Ich bin nach Alaria gekommen, um mir euer neues Gasthaus anzusehen. Nicht unbedingt, um dort auch zu bleiben, aber ich werde es mir überlegen, sollte es meinen strengen Genehmigungsprozess bestehen. Oh. Oh, hi. Ich sehe mich gerade nur um. Aber wenn ich irgendetwas Bestimmtes brauche, kann ich immer zu dir kommen, stimmt's? So, schauen. Blumenladen. Ach Mist, Mann. Was ist mit dir? Hi. Oh nein, habe ich dich irgendwie beleidigt? Irgendeine örtliche Sitte ignoriert? Oh, das passiert mir jedes Mal, wenn ich reise. Du meine Güte. Bäckerin! Ah! Ja! Nein! Ich will eigentlich gar nicht mit ihr reden. Aber ich muss mit ihr reden. Komm, lass uns reden. Normalerweise würde ich nicht für Süßigkeiten durchs All segeln. Aber Alaria Bäckerei hat einen fantastischen Ruf. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch die anderen Sehenswürdigkeiten ansehen. Ja, ich würde dich gerne einstellen. Ich kann nur noch kein Haus bauen. Ist das schlimm? Nein, sie ist immer noch Besucher. Ah, warum habe ich überhaupt eine Gießkanne in der Hand? Oh, jetzt weiß ich, glaube ich, warum. Mist. Ach, Leute. Ich muss dringend irgendwas machen. Ich muss den Tag abschließen. Der Brunnen ist ja schon gebaut. Oh. Aber das hier dauert vermutlich noch was, oder? Kleines Haus im Bau, morgen fertig. Und...
Gasthaus ist auch morgen fertig. Also die schaffen das alles quasi über Nacht fertig zu machen, ja, wenn ich es hier richtig sehe. Selbst die Bäckerei ist morgen fertig. Das ist ja grandios. Ich kann man anscheinend nichts mitmachen. Ich dachte, vielleicht könnte man hier irgendwas kaufen oder so. Können wir ja eigentlich mit der Tür was machen oder ist das nur für die Besucher? Ist anscheinend nur für die Besucher. Schade. Okay. Das sind aber alle, die wir jetzt hier gefunden haben. Ne? Die sitzen jetzt hier rum. Ich war, glaube ich, noch nicht auf der... Ach du Schande, kann ich hier noch viel freiräumen. Eieiei, okay. Ich glaube, ich war heute noch nicht auf dieser Bauminsel, oder wie sich das nennt. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet, dass ich 500 Schritte gegangen bin, obwohl ich gerade geflogen bin. Aber gut, ich meine, ne? Das sind jetzt aber neue Sachen, oder? Da hinten ist doch jetzt was. Okay. Nee, falsch. Ja, weiter so, Lehrling. Wir haben es fast geschafft. Hier können wir hier auch im Moment ehrlich gesagt nicht mehr machen, ne? Verstehe nur nicht. Man kann auch die Hand auswählen. Wieso kann ich denn... Ach! Ah, mit E! Ach, ich bin so blöd. Ach, und sonst mache ich das dann kaputt. Oh. Erntezeit. Ach ja, stimmt. Wir können ja noch ein paar Sachen hier einfordern. Da. Verstärkung gesucht. Okay. Immer auch noch. 180 Mio. Oh, wie geil. Dann können wir direkt wieder zurückgehen. Ah, dann können wir direkt noch ein neues Häuschen bauen. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte... Nein, lass mich hier raus. Da, das wollte ich machen. So. Traute Zweisamkeit. So, und die Ernte. Was haben wir denn hier noch? Da war es doch gerade. Türkise Tapete. Oh, die sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ja. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Ich weiß immer noch nicht, wo man da eigentlich hochspringen kann. Oh, jetzt dachte ich gerade, da ist so ein Riesenviech hier angekommen. Oje, oje. Okay, hier haben wir noch was. Ich kann hier nichts mehr sehen, um das du dich kümmern müsstest, Lehrling. Sehr schön. Ja, ihr könnt ruhig abhauen. Das ist nicht schlimm. Ich wollte nur die Sachen hier mal einfordern. Woran sehe ich denn jetzt? Ach so, da wo die Maus drauf ist. Ich bin auch doof. Nochmal 180 Miora. Oh, geil, oh geil, oh geil. Jetzt haben wir so viel, damit wir was bauen können. Ah! Ja, der Rubel rollt. Sehr schön. Stinkend. Ja, ob ich mich darüber freuen soll, ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht haben wir ja irgendwann ein Stinktier, für das wir ein Zuhause bauen müssen oder sowas. Okay, sonst kann man hier aber wirklich nichts mehr machen. Ne? Wenn er schon sagt, er kann ja nichts mehr sehen. Dann reisen wir ganz schnell zurück. Schnell zurück, schnell zurück. Ich bin irgendwie voll aufgeregt. Ich weiß nicht, ob man mir das anmerkt. Jetzt habe ich schon wieder die Gießkanne in der Hand. Oh je. Wie war das jetzt mit Tee? Bauen wir eine aus. Ich will aber... Ach so, ich bin bei Verwalten. Ich bin auch wieder... Okay, kleines Haus, Blumenladen. Ach, die eine, die wollte doch einen Blumenladen haben. Moment, kleines Haus und ein Blumenladen. Wobei der Blumenladen vermutlich... ist doch nicht so viel größer. Den machen wir mal dahin. So, und dann... Die könnten wir eigentlich so nebeneinander machen. In der Hoffnung... Ja.
Was auch immer. Also die für die Bäckerei braucht eins und die für den Blumenladen braucht eins. Moment. Können wir das nicht direkt bei der Bäckerei dann auch hinbauen? Das wäre doch ganz cool, wenn die alle da wohnen würden, wo sie quasi arbeiten. So. So. Zack. Oh, jetzt sagt bitte ja, dass ihr hier bleiben wollt. Moment, du warst das? Bleib mal hier. Ja, das ist mir egal. Komm, einziehen bitte. Einmal zuweisen. Welches Haus ist denn das? Traumjob Blumenladen? Habe ich das jetzt. Oh, das war das Falsche. Habe ich sie jetzt ins Richtige reingemacht? Ich weiß es nicht. Moment. Ah, bleib doch mal hier. Das ist der Blumenladen. Da. Oh, perfekt. Oh, perfekt, perfekt. Okay. So, da. Angestellte zuweisen. Sie. Sehr schön. Und ja, bei mir bleibt keiner arbeitslos. Das dürfen keine faulen Säcke werden hier. Was war jetzt mit dir? Penelope. Doch, mit der habe ich eben gesprochen. Bäckerei. Über dich. Ich möchte, dass du hier einziehst, Mädel. Warum? Oh, wollen wir noch mal reden? Weißt du was? Es stimmt. Hier leben wirklich die glücklichsten Leute im Universum. Zu 100% von mir bestätigt. Das ist schön. Möchtest du auch einer dieser glücklichen Leute sein? Traumjob Bäckerei. Nein. Och Mann. Kann man denn noch mal mit dir reden? Ich will dich hier haben. Ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, weil ich gehört habe, dass euer Blumenladen die frischesten Blumen in der ganzen Galaxie hätte. Nun ja, ich werde das entscheiden. Ich denke, du willst Bäckerin werden. Was interessiert dich der Blumenladen? Oh, wollen wir noch mal reden? Warum ich hier bin? Ich hatte ehrlich gesagt einfach nichts Besseres am Wochenende vor. Es ist jetzt vielleicht nicht mehr Wochenende, aber das war es, als ich mich auf den Weg gemacht habe. Ja, super. Aber wir können dich immer noch nicht. Oh, das ist doch ätzend. Kann ich das denn direkt übers Menü machen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Verwalten. Nee, das nicht. Da, kleines Haus. Bewohner zuweisen. War das jetzt Patrice? Ich hoffe ja. Nein, Penelope. Oh Scheiße. Nein, Patrice, was willst du denn überhaupt? Du hast das falsche Haus. Bist du Pat? Nee, du bist nicht Patrice. Patrice. Hallo, Patrice. Patrice, wo bist du? Hallo. Das ist Penelope. Aber wo ist Patrice? Leute, geh mir mal aus dem Weg. Du bist doch die, genau, du bist die vom Anfang. Da, Patrice, komm mal her. Hier, nimm das. Oh, was? Kriegt die da eine Ohrfeige? Ah, nein, ich will nichts abgeben. Moment, Traumjob Schneiderin. So. Ich habe keinen Schneider. Moment. Patrice Schneider. Ich kann. Nee, Moment, bauen. Ich kann auch noch keinen Schneider bauen, oder? Bibliothek. Gasthausbäckerei. Nein. Ich will einen verdammten Schneider machen können. Wollt ihr mich veräppeln? Jetzt wohnt ihr auch noch im falschen Haus, verdammte Hacke. Das finde ich nicht gut. Das finde ich ganz und gar nicht gut. Moment, wenn ich jetzt auf Verwalten gehe und auf das Haus Bewohner zuweisen, wenn ich jetzt auf sie gehe, ich kann sie höchstens entfernen. Ich drück mal entfernen. Ah nee, dann entferne ich aber vermutlich das Haus, oder?
Moment, wir bauen mal ein neues Haus. Wenn ich Glück habe, kann sie sich hier unten irgendwie einquartieren. Beziehungsweise kann ich da unten Schneider hinbauen. So, Moment. Zack. So, da ist jetzt noch ein Haus. Verwalten. Nee, nee, halt, stopp. Kleines Haus. Bewohner zuweisen. Patrice. So. Oh mein Gott. So, einmal hier raus. Und hier ist jetzt kein Bewohner drin, ne? Ist doch richtig. Genau, ist kein Bewohner. Oh, ich will die einfach nur hier einziehen lassen. Wieso kann ich denn... Oh, das ist doch blöd. Ja, ich würde sagen, dass wir erstmal... Aber das ist richtig schön geworden hier mit dem Torbogen, muss ich sagen. Das hört sich aber auch an. Moment, worüber reden die jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte hier gerne mal eben ein kleines Bildchen machen. So, Moment. Und zwar eins, wo die Tageszeit ein bisschen... Ja, sagen wir mal so. Wo es zumindest ein bisschen heller ist. So, damit wir natürlich auch mal ein vernünftiges Coverbild haben. Ja, ich würde sagen... da ich hier nicht allzu viel machen kann... Oh, jetzt bin ich hier schon wieder. Ich weiß auch nicht, ich drehe immer das Rad, weil ich denke, dass ich dadurch... Ach so, Moment, der Tag ist fast vorbei. Beziehungsweise es ist wieder ein neuer Tag gekommen. Das heißt, ich müsste hier doch auch wieder theoretisch neu... Oh, jetzt habe ich es nicht. Sollte ich kuscheln? Anscheinend ja. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was überhaupt für ein Bild jetzt drin war. Einmal füttern. So... Eigentlich sollte ich nochmal durch das Portal durch und mich dann auch mit den anderen Tieren anfreunden. Ich weiß, ich weiß. Kuscheln. Ah, neue Selfie-Posen sind verfügbar. Wie süß. Aber die probieren wir jetzt nicht aus. Ich bin nur gerade am Überlegen, wie wir eigentlich, beziehungsweise wo nochmal das Portal war, um in die andere Welt zu kommen. Weil da sollten wir natürlich demnächst auch nochmal hingehen. Aber ich würde sagen, dass wir dann erstmal diesen Tag beenden. Uns ins kuschelige Bettchen kuscheln. Und uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir hoffentlich, und ich hoffe, dass sie dann nicht abgehauen ist, die Bäckerin einstellen können. Zumindest haben wir dann schon mal eine Bäckerei gebaut. Ist die Frage, ob wir die dann auch besetzen können. Mal sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Oh. Die Leute kehren zurück, Alambik. Ja, aber das heißt nicht, dass unser armer Lehrling noch mehr zu tun hat. Oh. Nun ja, das tut es. Aber es ist doch aufregend. Leute, hier. Naja, nicht direkt hier. Materialien sammeln, die Bedürfnisse der Leute mit denen des Baums in Einklang bringen. Baugenehmigungen, Arbeitskonflikte, Bürgermeisterwahlen, unberechenbares Wetter. Wir gönnen uns lieber eine gute Mütze Schlaf, damit wir Gameplayerinnen morgen noch besser unterstützen können.